Ich starte trotzdem meine Aufnahme. Sorry, dass ich mittendrin dich auf Frage stand. Das Spiel spielt auf jeden Fall vor den Ereignissen von Kingdom Hearts 1. Und ich weiß, dass ich es nicht als Let's Play gemacht habe. Ich muss nochmal gucken, was für ein Kingdom Hearts ich alles nicht als Let's Play gemacht habe. Die geheime Sequenz, na, ich schalte das wahrscheinlich auf Veteran freischalten. Die zeige ich dann ein andermal. This world is just too small. See an empty world like a prison. I imagine you will be right at home. Huh? Wo bin ich? Who's there? Der Sound ist viel zu laut, merke ich gerade. Ich bin ein ganz neues Herz. But this is... Why are you in my heart? Das Licht hat mich hergeführt. Ich sah es in der Ferne. Und bin ihm gefolgt. Yeah. That was my light.
heart is fractured. And now, the little I have left is slipping away. Dann solltest du dein Herz mit meinem vereinen. Huh? Unsere Herzen haben sich jetzt berührt. Nichts wird dir mehr entgleiten. Und eines Tages bist du stark genug, dir zurückzuholen, was du bisher verloren hast. Right. Thanks. Es ist jetzt an der Zeit, für dich aufzuwachen. Wir müssen... Open the door. Oh, kann mich immer noch nicht bewegen, okay? Ah! A keyblade! A meteor shower. Land des Aufbruchs und ich muss unbedingt die Lautstärke was ändern. Das, also es muss auf jeden Fall laut gewesen sein. Also das tat selbst mir den Ohren ein bisschen weh. Hi Katze, du hast einen Tee zu viel. I can't see much from here. Jetzt, nein, ich will nicht Tutorial. Wie kann ich? Dann mache ich's anders, leiser, wartet. So, dann ist es zwar noch für mich extrem laut, aber ich kann es für mich auch leiser machen.
Ich hoffe, der Sound ist jetzt einigermaßen besser. Ich hoffe, ich kann es gleich noch einstellen. Warum kann ich kämpfen? Ich will nicht. Besiegst du Gegner oder zerstörst Objekte, erhältst du dafür oft Kugeln. Grüne Kugeln regenerieren deine LP, gelbe geben dir Taler. Dein Kommandodeck enthält Spezialmanöver, wähle sie mit Steuerkreuz oder L2, R2 aus und setze sie mit Dreieck ein, sobald ihre Leisten voll sind. You want a piece of me too? Yeah! Yeah! Come on! Yeah! It's over! Win! Yeah! Du kannst ein bestimmtes Objekt anvisieren. Die Kamera verfolgt es dann automatisch. Drücke R1, um Gegner anzuvisieren. Wie nervig! Du hast etwas anvisiert, drücke L1, um das Ziel zu wechseln, drückst du R1, hebst du die Fokussierung auf. Okay. Ah, ich hasse diesen Controller. Ganz ehrlich, der rote Controller, ich muss einen neuen kaufen. Nein, was machst du? Ah, natürlich! Im ersten Teil war es noch Dreieck. Du hast das Kommando Sturmlauf erhalten. Kommandos kannst du im Hauptmenü ins Deck legen. Du rufst es mit Options auf. Aber erstmal muss ich aus diesem Kampfmodus raus. Wait, what am I messing around here for? I'm gonna miss the meteor shower. Ah, okay. Aber. Ah, Mann! Aber ich kann noch nicht ändern. Egal. Die perfekten Sondereinstellungen ist immer scheiß schwer zu machen. Why does it seem so familiar? Give me a break, Aqua. Ven, you hopeless sleepyhead. You know, you should have at least brought a blanket. But did I dream that place up? It really felt like I'd been there before, looking up at the stars. Except you've always lived here with us. Yeah. I know. Hey, Aqua. Hmm? You ever wonder what stars are? Where light comes from? Hmm. Well, they say that every star up there is another world. Huh? Oh. Terra. Yep. Hard to believe there are so many worlds out there besides our own. The light is their hearts. And it's shining down on us like a million lanterns. What? I don't get it. In other words, they're just like you, Ven.
What does that mean? You'll find out someday, I'm sure. I want to know now. You're too young to know now. Quit treating me like a kid. Hey, what are you laughing at? I can't help it. You two would make the weirdest brothers. Huh? Oh, yeah. Tara, you and I have our Mark of Mastery exams tomorrow. I made us good luck charms. Whoa. Here. I get one, too? Of course. One for each of us. Yeah. Somewhere out there, there's this tree with star-shaped fruit. And the fruit represents an unbreakable connection. So as long as you and your friends carry good luck charms shaped like it, nothing can ever drive you apart. You will always find your way back to each other. Technically, I think you're supposed to make them with seashells. But I did the best with what I had. Why, sometimes you are such a girl. Hey, what do you mean sometimes? So this isn't a real good luck charm? Well, that's yet to be seen. But I did work a little magic on it. Really? What? An unbreakable connection. Wegfinder. Einer von drei Talismanen, die Aqua am Vortag der Meisterprüfung angefertigt hat. Mit dem Wegfinder einen Dimensionslink zu Freunden herstellen und sich ihre Kräfte... Na komm, Tutorials lese ich jetzt nicht vor. Ich weiß ja, worum es geht. Sowas mache ich dann wieder im dritten Teil. Die Tutorials auch lesen. Aber hier kenne ich mich aus. Jetzt spiele ich Terra. Das ist die LP-Leiste. Deine Gesundheit geht... Gegnerische Treffer reduzieren sie. Fällt sie auf Null, gehst du zum Boden. Ach nee. Warum lese ich das ja trotzdem vor? Weiß nicht. So long. So, ich muss blocken. Well, that works fine if you're fighting one-on-one, but you need to know how to handle a crowd, too. Wie setze ich das nochmal ein? Ich hab ihn weggeblubbert. Los, Aqua, blubber! Okay, let's wrap this up. Als wer möchtest du antreten? Das ist jetzt noch keine endgültige Entscheidung, aber... Nehmen wir Aqua. Come on. Gotcha. Wow.
Oh, da kommt er zurück. Ja. Looks like I win. Noch einmal kämpfen? Nein, danke. Trust me. You guys are ready. We're gonna clean up the exam tomorrow. I hope it's that easy. It's like the master said. Power is born within the heart. When the time is right, you just need to look inside yourself, and you'll find it there. Oh, wir können jetzt speichern. No. We don't want to lose track of stuff that's happened. Und das mache ich auch. Dieser Spielstand wird uns den Weg zu allen anderen Ebenen. Denn ab hier kann man ja bald entscheiden, welchen Weg man geht. Also mit wem man den beschreitet. So, ja, aber Ventus Turin. Sorry, der Witz musste sein. Hey, we're gonna head back. Yeah, me too. Together. Always. That would be the last night we ever spent beneath the same stars. Mickey, I cannot shake the feeling something terrible is about to transpire. Hmm? So, und jetzt darf ich, glaube ich, das erste Mal wählen. Also, nachdem du einen der drei Charaktere ausgewählt hast, spielst du die Geschichte mit diesem Charakter bis zum Schluss durch. Je nach Charakter variieren die Schauplätze, die du besuchen, und die Charaktere, auf die du auf deiner Reise treffen wirst. Erst wenn du die Geschichte mit allen drei Charakteren durchgespielt hast, erschließt sich dir die gesamte Tragweite der Handlung. Da ich das Ganze ja auch aufnehme jetzt als Let's Play, ich weiß noch nicht, wann ich es hochlade, wahrscheinlich kommt dann auch Kingdom Hearts 3 später auf meinem YouTube-Kanal, weil ich das hier auf jeden Fall noch vor Kingdom Hearts 3 auf meinem Kanal haben will. Das heißt, wer Kingdom Hearts 3 live sehen will, muss natürlich im Stream vorbeischauen. Ich werde es aber, glaube ich, erst einen Tag nachdem es rausgekommen ist. Stream. Aber bis dahin ist ja noch Zeit.